Simon ist neu in der Stadt. Er ist es nicht gewohnt, zwischen so vielen Menschen zu leben, von denen niemand grüßt, und fühlt sich ein wenig verloren. Dann kommt der Winter. An einem dieser Abende bemerkt er zum ersten Mal die Kerze. Sie steht am gegenüberliegenden Fenster im zweiten Stock. Er weiß nicht, warum er sie bis dahin noch nie wahrgenommen hatte. Die Kerze brennt den ganzen Abend. Manchmal flackert sie, als wolle sie zeigen, dass sie echt ist und keine von diesen elektrischen Lichterketten. Eines Abends sieht er, wie eine alte Frau sie anzündet. Simon wird neugierig. Warum tut die Frau das? Und hat sie keine Angst vor einem Brand? Denn irgendwann muss die alte Frau schließlich auch schlafen. Eines Nachts stellt Simon den Wecker auf 3:30, nur um zu sehen, ob die Kerze tatsächlich noch brennt. Sie tut es. Als der Frühling kommt, hört die alte Frau nicht auf, die Kerze zu entzünden. Simon beginnt, jeden Abend nach der Flamme zu schauen. Dann geht er beruhigt ins Bett. Es ist ein Gefühl, als passe jemand auf ihn auf. Schließlich kommt der Tag, an dem Simon all seinen Mut zusammennimmt. Es ist der Abend des dritten Advents. Er geht hinüber zum Nachbarshaus. Als er kombiniert hat, welches Namensschild zu ihrer Etage gehören muss, klingelt er. Der Summer geht, Simon steigt die Treppe hoch und da steht sie, die alte Frau aus dem Fenster. Etwas verlegen erklärt Simon ihr, dass er seit fast einem Jahr die Kerze in ihrem Fenster sehe und sich frage, was es für eine Bewandtnis damit habe. Die alte Frau bittet ihn herein und kocht einen Tee. Ja, sagt sie dann, die Kerze sei für ihren Mann. Und dann beginnt sie, ihre Geschichte zu erzählen. Sie stammt von der Insel Amrum. Dort hatte sie als junges Mädchen ihren Mann kennengelernt. Er war Walfänger, einer der letzten, die es zu der Zeit noch gab. Ihr Vater warnte sie, dass es kein leichtes Leben werden würde mit einem Mann, der ein halbes Jahr auf See war. Aber sie hatte ihr Herz verschenkt und so heirateten die beiden. Es gab einen Brauch, erzählt sie, in den ersten Herbstnächten eine Kerze ins Fenster zu stellen, damit die Männer nach Hause fanden, denn es gab ja noch keinen Strom auf der Insel. Dann kam das Jahr, in dem die Herbststürme früher begannen als sonst. Und noch längst waren nicht alle Schiffe zurück. Ein viel zu früher Winter begann, noch immer kein Boot. Die junge Frau zündete nach wie vor jeden Abend ihre Kerze an. Er wird kommen, sagte sie fest. Die Jahre vergingen. Such dir einen neuen Mann, rieten die Leute, auch wegen der Kinder, sie brauchen einen Vater. Aber sie sagte nur, ich habe einen Mann. Irgendwann zog sie in die Stadt. Die Kinder gründeten Familien und die alte Frau bekam Enkel, später auch Urenkel. Und seitdem, fragt Simon ehrfürchtig, brennt die Kerze? Die alte Frau nickt. In dieser großen Stadt wäre er doch verloren. Aber so kann er mich finden, wenn er nach Hause kommt. Und dann lächelt sie. Mein Licht geht uns auf in der Dunkelheit. So kann er mich finden, wenn er nach Hause kommt, sagt die alte Frau. Das Licht der Kerze wird zum Wegweiser und als Zeichen der Hoffnung. Mehr noch, er schenkt dem etwas vereinsamten jungen Mann von gegenüber Geborgenheit und Trost, Orientierung und Halt in dieser großen und ihm noch unbekannten Stadt. So wie auch der Stern von Bethlehem in der Weihnachtsgeschichte zum Wegweiser wird,
für die Sterndeuter aus dem Morgenland. Er zeigt ihnen den Weg zum Stall, in dem Jesus geboren wird. Und für uns Menschen heute wird das Licht zum Symbol des Friedens. Seit 1986 ist es Brauch, dass dieses Friedenslicht jedes Jahr in Bethlehem entzündet und anschließend in der ganzen Welt verteilt wird. Genau heute, am 3. Advent, soll es nach Deutschland gebracht und hier vor Ort weitergegeben werden. Dabei überwindet es einen über 3000 Kilometer langen Weg über Mauern und Grenzen hinweg. Die Friedenslichtaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto »Frieden überwindet Grenzen«. Möge das Licht des Friedens auch bei uns zu Hause scheinen. Gott segne uns mit dem Licht seiner Gegenwart, damit wir mit offenen Augen und mutigen Schritten dem Frieden den Weg bereiten. Gott segne uns, dass wir einander segnen und stärken. Amen.